Mit dem Gewehr und der verrückten Maske, dein Atem riecht nach Blut und du knurrst wie ein tollwütiges Tier. Willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe von Lego Star Wars. Und ja, wir werden heute mal das Taxi-Quest machen. What happened to No Mercy? I thought this is what you wanted. Wir gucken einfach mal. Den haben wir, glaube ich, schon gesprochen gehabt. Wir gucken einfach mal nach dem verschwundenen Taxi. Da ist ein Ausrufezeichen. Hallo? Heutzutage darf wohl jeder ein Lufttaxi fliegen. Der Verkehrsraudi eben wäre um ein Haar in das Gebäude da gekracht. Ich frage mich, wo der den Führerschein gemacht hat. In der Kochschule hat er den Führerschein gemacht. Okay. Okay, jetzt muss auch so ein Ausrufezeichen. Okay. Ah, jetzt lotst mich das Ding dorthin. Die Markierung, das war beim letzten Mal nicht so gewesen. Beim letzten Mal wollte es ja, dass ich halt mit dem Taxi fahre. Oder halt in die Taxistation gehe. Jetzt wird mir schön was markiert. Das ist ja wunderbar. Da ist der Nächste. Ist ja klasse. Hallo. Bei wem kann ich mich über ein Lufttaxi beschweren? Das hätte mich um ein Haar niedergefahren und nach Usco mitgeschleift. Der Vorstellung wird mir ganz übel. Nach Uskro. Tja, so schnell kann es passieren, ne? Da ist die nächste Markierung. Wunderbar, gehen wir hin. Hey, das dürfte wie geschnitten Brot. Mal schön eingesammelt. So. So, Leute, wir sind im Einsatz. Da könnten wir natürlich auch mal kurz Halt machen. Annehmen. Das ist ein Weg, Papa ist eilig. Hoppla. So. So. Mal gucken, ob das jetzt schon ausreicht. Wir gucken mal. Ah, ich wollte eigentlich Doppelsprung machen, aber egal. Ah. Ja, die ganzen Leute freuen sich natürlich. Ja, wir haben es geschafft. We did it. We did it. Ja, jetzt seid ihr dran. We did it. Das sieht aus wie ein Space Taxi. Was willst du denn? Wenn du mit diesem total krassen und garantiert nicht gestohlenen Luxustaxi fahren willst, wird das teuer. Und dann auch noch in der Stoßzeit? Das wird richtig teuer. Ist sogar ein Regenbogenfarben geschrieben. Dann verzieh dich und belästige uns nicht. Ohne Geld kein Taxi. Hä? Okay, also muss ich doch bezahlen. Was willst du denn? Klasse, dann sind wir im Geschäft. Und unser Geschäft ist es, Leute fertig zu machen, die mehr Geld als Verstand haben. Los, Jungs! Hey, Leute, Angriff, machen wir sie fertig. Mord ist nicht der Weg der Jedi, aber es macht Spaß. Aua. Der kann ja auch Machtfähigkeiten drauf. Was ist da los? Tut mir leid, meine Königin. Ich mische mich aber gerne überall ein. Stirb. Ja, los Leute, verprügelt sie. Ja, immer schön drauf da. Bam, bam. Oh, das sieht nicht gut aus. Was ist los da unten? Keine Sorge, Boss. Ich komm schon. Er kommt. Du Idiot, nicht runterkommen. Mir reicht. Ich bin raus. Ja, ich hoffe doch. Bam. Wenn ich erst mal über dir stehe, ist das vorbei. Ha,
Ha ha, say the light, ha ha. Er tanzt. Stirb. Den Trick muss ich mir merken mit dem Tanzen. Ist das etwa? Da ist er ja, der, dem wir das Taxi zurückbringen sollten. Hallöchen. Mein Taxi! Ihr habt es gefunden! Und, mehr will ich auch gar nicht wissen. Aber vielen Dank auch. Ich bringe das besser zurück in die Garage, bevor der Chef merkt, dass es fehlt. Ist nicht das erste Taxi, das mir geklaut wurde. Ich sollte vielleicht nicht immer den Schlüssel stecken lassen. Macht Sinn, aber wir haben jetzt einen neuen Charakter. Ausmacht, bin ich da mal weg. Jede Menge Schotter verdienen. Ja, 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 ja. Ja. Sag ich mal, wir haben jetzt einen neuen Jedi bekommen. Kostet 100.000. Na, ich möchte erstmal die Pew-Pew-Fähigkeit freischalten. Dann können wir gerne drüber reden. Aber cool, wir können neue Charaktere durch Missionen freischalten und dann erkaufen. Das ist doch nicht mal so verkehrt. Ich finde das eine gute Erweiterung. Ich finde das sehr gut. Ja, überzeugt, ich bin schon ein Weichen aus Lego Star Wars draußen, also aus den Lego-Spielen draußen, aber an sich, hey, das gefällt mir. Ist jetzt keine Sache, wo ich jetzt sagen würde, ist kacke, sondern ist schon so eine Sache, wo ich sage, ja, das ist akzeptabel, das ist ganz passabel, gefällt mir. Mit der Frau haben wir auch schon mal gesprochen gehabt. So, dann gehen wir jetzt zu Dina Boo. X-Schwert wegpacken, so. Da geht's tief runter. Aber Coruscant gefällt mir, ist eine gute Stadt. Ist eine gute Stadt, doch, doch, ja. Da drüben, da müssen wir hin. Huah! Ich kann wieder alles komplett kaputt machen, das ist ja wunderbar. Ja, man muss sich halt ein bisschen benehmen, aber jetzt muss ich mich ja halt nicht mehr benehmen. Jetzt kann ich schon alles kaputt wemsen. Kommen Sie mal, die Königin. Bam, bam. Bam. Jetzt gehen wir da hin und erleben ein paar schöne Abenteuer auf Naboo. Übrigens neue Tipps. Nur falls ihr mal vorbeischauen müsst. Nee, danke. Hauen wir ab. Wir haben, was wir wollten. Moment. Jetzt hauen wir ab. Moment, ist das hier ein Naboo? Oh, hallo. Ja, doch, das ist so ein Naboo-Ding. Aber ich nehme an, wir müssen dann richtig mit den Dingen durch die Gegend fliegen, ne? Mit dem Teil der Königin. Auf zu Dina Boo. Aber wir können auch wieder nach Tatooine fliegen, das ist ja interessant. Zeig mir. Ja, hier gibt es noch jede Menge. Ach, ein Küberstein-Komet. Da müssen wir hin. Zeig mal. Komm mal her, wir fliegen gemein. Ah, Geleitschutz. Deswegen stand das Ding da. Verstehe. Macht Sinn. Boah, was für ein Drogentrip. Oh, wir können lenken. Cool. Ich gebe dir mal gleich ein Update. Genau, die können wir dann kaufen. Da können wir auch anders ins Menü reinschalten. Ja, ja. Brauchen wir erstmal nicht.
Verbesserung, ja, können wir uns eigentlich mal leisten. Allgemein. Da gibt es noch viel, wir haben noch sehr viel zu kaufen. Na egal, komm, wir haben es doch. Hä? Ja, die habe ich doch schon bereits gekauft. So muss ich hier auch die anderen drei vorkaufen, bevor ich das andere kaufen kann? Scheint mir gerade so. Buch der Macht. Ich überleg's mir. Ich brauche nicht zu verstürzen. Komm, wir gehen erstmal los. Ja, Emmels Niveau, wir sinken wieder auf den Meeresgrund. Mir egal. Ich hoffe, dass Boss Nass noch hier ist. Auf in seinen Thronsaal. Wer so große Blase abgesperrt? Wissen diese nicht, wie großer Kopfschmerz? Boah, nee. Ich mag auch dieses Gebiet allgemein nicht von den Gangams, von dem her. Ich will einfach nur schnell wie möglich hier raus. Schätze es, ob unter mir noch irgendwas ist. Egal. Ich mag das Gebiet nicht, von dem ich wieder so schnell wie es nur geht hier irgendwie verlassen. Yippie! Hua. Haben Sie gefangen genommen? Vielleicht. Vielleicht sind Sie auch geflohen. Na klar! Gunga versteckt! Er ist Schwierigkeit in einen heiligen Platz. Mechanik sie dort nicht finden! Stolz auf ihn aus hinlaufen, sehr gut. Oh ne, ich will nicht mit den Gungans verhandeln. Kann man nicht irgendwie an der Seite der Druiden kämpfen, um die Gungans zu besiegen? Ich meine, bei Battlefront 1 ging das. Da konntest du ja genau diese Schlacht nachspielen, das war geil. Fort mit den Dingen. Und ich fahre keine mit mir gehen, okay. Einfach nur Botengang erledigen, klar, warum nicht? Auftrag angenommen, gut. Ja, komm, gib her. Helft mir, Obi-Wan Kenobi, ihr seid meine letzte Hoffnung, okay. Helft mir, Obi-Wan Kenobi, ihr seid meine letzte Hoffnung. Ja, dann gehen wir hin. Aber das Tolle ist, wir sind Obi-Wan Kenobi und wir sind seine letzte Hoffnung. Das ist ja das Witzige daran. Ist doch so, wir sind Obi-Wan Kenobi. Also ich identifiziere mich jetzt Obi-Wan Kenobi, also passt das. So. Ah, da oben. Ah. Doch nicht. Vor allem jetzt voll clever von mir, jetzt zu questen, jetzt wo die ganzen Gungans einfach mal alle abgehauen sind, ne? Macht Sinn. Da unten.
Ja, wenn dem so ist, runter da. Schade, ich hab nichts erwischt. Na komm, ich werde schon irgendjemanden finden, den ich aufs Maul hauen kann. Jetzt soll mir bestimmt einfach nur diesen Radius zeigen, wo ich mich aufhalten soll. Sehr schön, die Stadt ist riesig, da verläuft man sich natürlich. Ah, das ist super. Folgen wir einfach mal die Markierungen. Ah, jetzt wird mir noch eine Person angezeigt. Alles klar. Vorhin nicht so. Nietzsche denkt meine Sachen ganz sicher in diese Kiste. Aber daher Nietzsche fragen Rebellenfreund auf. Also was soll nicht der Typ, den wir suchen, oder was? Moment. Warte mal, Rebellenfreund, warte mal, können wir nicht hier tauschen? So, nicht, uns fehlt, ja, ich glaube, wir müssen hier mit C3PO ran, ja. C3PO ist ja ein sehr viel gefragter Roboter. Gern gehen mit Pfannenwender, ja, ja. Nee, warte mal, hier waren wir schon. Ah, Amidala. Momentchen. Runter, runter, hoch, zur Seite. Ja, klasse, es geht doch. Nur um dann hier C3PO zu brauchen, naja. Kann man halt nicht ändern. Hier ist nur eine Leiter, da klettern wir mal hoch. Na, 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 na. Na 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 na. So. Ja, was hat es hier mit den Dingern auf sich? Wow, wow, wow. Boah, das war knapp. Mit denen können wir noch reden. Moment, dann gehen wir nochmal schnell hin. Ihr sucht sicher nach wem anders. Gungans verlassen Otto, Gungan nix wirklich. Also müssen diese hier irgendwo sein. Na schön, wenn du das sagst. Irgendwie muss das hier aufgehen. Also wir haben hier, Moment. Eins, drei, zwei. Das sind noch auf die 4 und dann passt das doch rein, oder?
Oder auch nicht. Naja, hätte wieder klappen können. Ich suche nach Gangims zu erschießen. Ah. Gut, suchen wir. Ich töte alle Gangims, wenn es sein muss. Ah, Ausrufezeichen. Entschuldigung, bitte. Dieses Nachrichten machen für mich sehr keinen Sinn. Hirse haben falschen Umgang. Ah, hoppla. Tut mir leid, Madame. Ja, wenn die alle auch so gleich aussehen, was sollen wir da machen? Tja, wo geht's dann für uns hin? Haben wir das schon hier irgendwo reingesteckt, wo auch immer das sein hin muss? Ah! Hier ist ein Wookie. Geil, okay, wir haben ein so ein Ding. Moment. Randale, Randale. Randale. Hallo Chewbacca, warum du bist. Wir nehmen gleich dein Quest an. Ich möchte vorher noch die letzte Kupplung hier finden. Mal gucken, wo die ist. Da können wir mit denen reden. Nächste oberste Topkoch Uto Gunga, aber. Wir müssen die Nachricht überbringen. Wo ist er denn? Sie weiß noch so eine Kupplung finden, noch so ein Ding und dann ist gut. Bep, 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 bep. Einfach alles kaputtballern, irgendwo wird sich das schon finden. Hm. Komm schon, wo ist hier überhaupt irgendetwas? So. Nein, ich habe keine Ahnung. Oh, warte mal, was haben wir da drüben? Hallöchen. Der sieht vielversprechend aus. Hey. Entschuldigung bitte, viel zu tun. Muss nervige Schneckenkäfer mit neuem Quetschgerät zerquetschen. Oh, Hirse habt eine Nachricht. Gebt mich sie. Hirse lesen zusammen. Okay. An dieses Schurke, der sie mein Spezialmänner nahm. Bitte bringen ihn zurück, damit Mixe kann feinen Fettfisch frittieren, ohne Finger verbrennen. Oh, Mixe hatte keine Ahnung, dass da wichtig zum Kochen. Mixe bringt es zurück, ruckzuck. Vielleicht Mixe sollte erst Schneckenkäfer abwaschen. Nein, nix Zeit. Ciao, ciao. Ja, sympathisch. Und wir haben neuen Astromektroiden freigeschaltet. Ja, gut, da machen wir noch das Quest vom Wookie. Mal gucken, wie wir da freischalten können.
Ja, der Druide, na, das reicht gleich, wenn wir R2 im Team haben. Das reicht mir vollkommen aus. Was brauchen denn noch einen Astromech-Druiden, ne? An diese schöne blaue von R2, das sieht doch ganz gut aus. So, wo ist dieser andere Buki? Und ja, ich weiß, wir müssen noch eine andere Kupplung finden. Warum er die sein mag. Na, 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 na. Na, na. Ist das da drüben? Nee. Das sah vor allem so aus. Bam, bam. Ja, manchmal, ich mache manchmal ernsthafte Sorgen. Auch nur manchmal. Nein, da ist Schnellreise. Na gut, wir haben fast die 500.000 zusammen, das ist gar nicht mal so verkehrt. Ah, letzte Kupplung gefunden, sehr gut. Komm her. Ah ja, perfekt. Müssen wir hier reinstecken. Ist ja wunderbar. Keine Sorge, Wookie, wir reden gleich mit dir. Ah. Gefunden. Der sicherste Ort der Welt ist nur noch deine eigene Unterhose. Denk dran. Es ist die Wahrheit. Der sicherste Ort der Welt ist deine eigene Unterhose. Es stimmt wirklich. Ah, stimmt, wir brauchen Obi-Wan. Moment. Obi-Wan kann mit Wookie sprechen. Das vergisst man zwar gerne mal, aber es stimmt. Er hat ja auch in Episode 4 auch mit Wookie gesprochen. Seine Nebenmission ist einfach nur, ihn an verschiedenen Orten zu treffen, oder wie kann ich das verstehen? Okay, ja, wir können heute die Mission verfolgen, ist ja kein Problem. Okay, auf geht's, komm. Na, 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 na. Der Papa, der questet sich hier mal schön durch. Na, 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 na. Weg damit. Oh, ein Tap. Ja, kann bestimmt die Deathwatch kaputt machen oder irgendein Kopfgedäger mit Bomben. 500.000 haben wir zusammen, sehr gut. Na, wir können mal gucken. Extras. Ja, Steinchen. Dass man mehr Steinchen bekommt, das ist gut. Ja, dann spare ich doch das Geld hierfür. Dann hole ich mir das da. Das passt doch.
Gut, Leute, wir sparen so Geld, dass wir dann das freischalten können mit mehr Geld. Dann können wir uns wirklich alles holen, das ist geil. Da drüben, hinter. Hey, du da. Entschuldigung, das ist sein Job für Kopfgeldjäger. Diese können jetzt gehen. Mixe seien keine Kopfgeldjäger. Jetzt bin ich enttäuscht. Hier drüben. Nächste Geheimeingang gefunden. Wir brauchen Geheimschlüssel für heiligen Platz. Mixe weiß, Schlüssel ist hier irgendwo. Wir sollten vielleicht mal das Hauptquest wieder annehmen. Hier, bitte sehr. Aber heftig, Fuji. Ihr seid reparieren und heiligen Ort betreten. Natürlich. Benutze die Macht. Moment. Das nennt man dann wohl Köpfchen. Mich ist sicher, Boss Nass hier sein. Wir schauen mal. Ja, ich denke, das ist mir richtig. Hier ist ein Küberstell versteckt. Nur wo genau? Ja, X haben gesehen, Boss. So. Also. Wo soll sich hier der Küberstein versteckt haben? Da können wir reingehen, aber hier ist nichts. Spielen wir eine Runde Jäger des verlorenen Schatzes, wa? Da oben hängt auch keiner rum. Tja, wo haben die sich nur versteckt, wa? Warte mal, warte mal, ey, warte mal, wir können da hochspringen, warte mal. Nee, hier ist nichts, weiter. Nee. Nein, ich muss passen. Nein, hier ist nichts. Nee. Also ich habe keine Ahnung, wo hier der Küberstein sein soll. Also da... Nee, ich werf das Handtuch. Ich mache jetzt einfach mal Hauptquest weiter. Also die Hauptmission. Die Hauptstory. Königin Amidala. Nein. Ich bin Königin Amidala. Ich bin Königin Amidala. Nein. Ich bin Königin Amidala. Dobra Kwikuni Amidala. Utini. Ich bin Königin Amidala. Ich bin Königin Amidala. Ich bedauere dieses falsche Spiel, aber ich musste mich schützen. Wenn wir nicht schnell handeln, wird das auf immer verloren sein. Ich flehe euch an, uns zu helfen. Wir werden Freunde. Gehen wir zurück zum Palast. Wir müssen ihr Kontrollschiff angreifen und den Vizekönig stellen. Hey.
Und dann sie werden ihren Teil tun. Aber wenn der Vizekönig entkommen sollte, kehrt er sicher mit einer weiteren Droidenarmee zurück, Eure Hoheit. Deshalb müssen wir sofort nach Feed und den Palast zurückerobern. Du kannst uns helfen, indem du dich versteckst und am Leben bleibst. Das klingt nicht sehr hilfreich. Irgendwie sind da jetzt Ranken, die waren vorher nicht da gewesen. Und dann so, wir werden super heftig General. Moment, hat Königin Amidala da gerade ein Bord? Königin Amidala hat ja wirklich gerade einen übelsten Bart. Also da muss er mal sich rasieren. Ja, ich habe jetzt ja gegen, wenn Frauen mal sich ein bisschen gehen lassen, so, aber ich sag mal so, ich meine, da sollen sie mal gehen, sich die Putz rasieren. Da habe ich jetzt nichts dagegen, weißt du, aber so ein bisschen gepflegtes Auftreten muss sein. Da kannst du nicht aussehen wie so ein alter Staubsaugerbeutel, weißt du. Ach, so kann ich die entfernen, sehr gut. Du weißt, ich habe doch bestimmt irgendjemand mit einem Blaster. Du hast einen Blaster. Du musst Quäkern ran, ah, okay. Ach, Quäkern ist der Einzige, der die Fähigkeit hat, oder was? Ja gut, hat man ja gesehen, Episode 1, aber an sich. Ich wüsste jetzt nicht, warum nur er, dass da ein Loch reinschneiden kann. Aha. Ja, können wir kriegen mit dem Tag oder was? Mir scheint so, ja, können wir kriegen bestimmt mit interagieren. Warum auch immer. Ja, dann kommen wir halt später nochmal wieder. Yippie, yippie, ja, freuen sie sich alle. Nein. Mach zu Maul. Ja, okay. Annie, in Deckung, schnell. Zu euren Schiffen. Dort wird er sicher sein. Der Vizekönig ist vermutlich im Thronsaal. Aber das ist mein Schiff! Das übernehmen wir. Wir gehen den langen Weg. Alles klar, Leute, Bosskampf. You're lucky my dad didn't kill you. Yeah? You're lucky I didn't kill him. I'm gonna tell him you said that. Good. I want him to know. Sei wachsam und denke an deine Ausbildung, Obi-Wan. Machen wir fertig. Komm, machen wir die Plomme zum Mus. Halte Kreis gedrückt, um den Gegenstand mit Hilfe der Macht anzuheben.
Verwende das rechte Steuerkreuz, um den Gegenstand zu bewegen. Ah, hier. Ja, ja, okay. Ziele auf den Feind. Werfe mit R2. Halte R2 gedrückt, um mit dem Lichtschwert zu zielen. Bäm. Leichtangriffen, aus dem du mit dem linken Steuerknüppel eine Richtung auswählst und dann Kreuz drückst. Versuche nun mit oder mit etwas zu auszuweichen. Okay. Halte L2 gedrückt, um den Angriff abzuwehren. Okay. Bam! Wir dürfen nicht zulassen, dass Qui-Gon stirbt. Ich meine, wo kommen wir denn da hin? Qui-Gon stirbt in Episode A. Ey, wenn Qui-Gon in Episode 1 sterben würde, das wäre kacke, ne? Das wäre nicht gut. Hoffen wir einfach mal, dass der Mann überlebt. Puh. Bam, bam, bam. Komm schon. Hacken, zerfleischen und auf Reis servieren. Bam, bam, bam. Ah! Hey, dein Leben sind auf Null auf Maul. Komm zurück. Er entkommt. Er wird nicht weit kommen. Wir haben Gesellschaft. Roger, Roger. Watcha, 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 watcha. Oh, fuck, man kann die Brücke kaputt machen. Watcha, 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 watcha. Watcha, 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 watcha. Watcha, watcha. Watcha, watcha. Kaputt, kaputt, alles kaputt machen, Nacken zerfleischen, auf Reis servieren. Ominus, machen wir die Pflaume zu Moos. Komm her, auf Maul. Jetzt gibt's ein paar aufs Maul. Wortspiel. Hab dich erwischt. Ey, bleib stehen. Meister Druidikas. Bam, bam, bam. Bam, wir können ja auch Thermal-Detonatoren drunter, unten drunter durchrollen. Der hat einen Helm auf, der hat einen Helm auf. Der ist geil, den tue ich nichts, der ist geil. Ey, der ist cool, der hat einen Helm. Hier, der hat eine Mütze auf, guck mal. Der hat eine Mütze auf, der ist toll, der ist cool. Der ist cool, der hat eine Mütze auf, ja, ja. Darüber mal rüber gucken. Vielleicht finden wir da drüben noch irgendwas. Ach, egal. Komm, wir gehen einfach hoch und töten den Typen. Jetzt mal Ernst, der hat eine Mütze auf. Warum? Haben wir gefällt. Warte, 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 warte. Warte, warte. Watcha, watcha. Watcha, watcha. Der geht in den Nahkampf, er stirbt, sehr gut. Watcha, watcha. Watcha, watcha. Bam. Kaputt kloppen. Erwischt. Denen scheint es irgendwas zu geben. Und das möchte ich mir angucken. Was zum Geier war denn das? Sieht aus wie so eine Art Putzkolonne.
drin scheint es nicht weiter zu geben, ne? Nein, hier gibt es nichts weiter. Ja, dann gehen wir sogar auf Mord, ne? Töten wir ihn. Mord ist nicht der Weg der Jedi, aber den machen wir mal eine Ausnahme. Obwohl es ja eigentlich besser wissen, der kommt ja dann später wieder, der überlebt das ganze Jahr, ne? Ich hatte ja, bevor es offiziell wurde, dass Darth Maul überlebt, hatte ich ja eigentlich mal so eine Art kleinen Comic mal gezeichnet, wo ich vorhin noch zur Schule gegangen bin. Und da kam ja auch zur Welt auch noch so Star Wars Battlefront raus und so ein Gedönse, da konnte man ja auch Darth Maul spielen, das war auch ziemlich geil. Und da hatte ich das halt so gezeichnet, dass halt Darth Maul wiederkommt und ja, halt für die Guten kämpft. Aber man hat ja gesehen, er hat ja die Rache ja nicht abgelegt und möchte ja weiterhin Obi-Wan Kenobi töten, also. Ja, zu der guten Seite lassen wir mal, ne? Weil ich habe mir das wirklich so überlegt, dass er halt quasi gegen das Imperium kämpft. So war halt die Story, die ich halt mir halt ausgedacht hatte. Naja, egal. Machen wir ihn fertig, komm. Ah. Wechseln. Ah. Wechseln. Ich blocke. Bam. Nein, mach doch nicht sowas. Hey, der ist alles kaputt gemacht, das darf der nicht. Er spielt mit uns. Wir dürfen ihn nicht entkommen lassen. Na, wie kommst du darauf, dass der mit uns spielt? Warte! Alter, machen die da gerade eine Blasmusik? Die machen Blasmusik. Gott, die üben das Blasen. Guckt mal, die Blasen. Ja, das sind verschiedene Blasinstrumente, die da benutzen. Ja, die Blasen anständig. Tiger sagt auch mal was, die Blasen da drüben. Oh mein Gott, das dürft ihr aber nicht. Nein, das finde ich gerade nicht gut. Oh mein Gott. So, machen wir mal weiter. Ach, Empfangskomitee. Ja, warum nicht? Wir hätten uns auch jetzt schon erschießen können, sind wir doch mal realistisch. Roger! Noch so ein Roboter, den wir kaputt machen können, warte. Was bringt es eigentlich? Außer erträgigen Boden, versteht sich natürlich von selbst. Tja, müssen wir mit Hilfe der Macht das Ding hier richtig machen. Das werde ich nicht schaffen. Wir müssen einen anderen Weg zu finden. Roger. Bam. Das macht Spaß. Oh, Scharfschütze. Wir müssen Scharfschütze, wir müssen vorsichtig sein. By the greater gods, your days are numbered. Wir waren, willst du nicht mitkommen, wa? Roger. Spielen wir eine Runde. Das macht Spaß. Roger. Das macht Spaß.
Hey, Putzkolonne, weg mit dir. Du darfst hier aber nichts sauber machen. Das weiß ich nicht, ich habe gerade mal 2 von 5 erledigt. Hat der andere dort nicht gezählt oder was? Warte, 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 komm mal her. Wir müssen mal miteinander reden, komm mal her. 2 von 5, ich meine 3 von 5, so, dann gehen wir mal eine Tasche tiefer. Ich sag, wir gehen mal eine Tasche tiefer, dann geben wir den drüben da drüben noch einen Gnadenstoß, Moment. 4 von 5. Okay. So ist er jetzt. Können wir ihn manuell kaputt kloppen. Komm mal her, du. Jetzt hat's gezählt. Sehr gut. Back in the 80s, I thought I could conquer the world. I came pretty damn close. I was so hopped up on cocaine, revenge. Ach, hier muss dürfen wir theoretisch runterkommen, ne? Hui! Ach, wir hätten danach ausweichen müssen. Ach, Verzeihung. Ah. Komm, greif mich an, komm. Bam. 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 Bam, Obi-Wan, greif an. Psst. Ausweichen. Bam, bleib hier, hey. Ja, ich kenne das aus dem Film noch. Sei auf der Hut. Da frage ich mich, verbaut denn sowas überhaupt hier hin? Wofür ist das eigentlich da? Dann werden wir sie von Hand anheben. Hab dich und das habe ich auch gleich. Aha. Bleib hier. Meditiere hier eine Runde. Schluck auf. Schon wieder. Geduld, mein Vater. Wir werden dieses Hindernis überwinden. Ja, früher oder später. Warte mal, blau. Ich muss, glaube ich, muss das blaue und das rote reinstecken, ne? Aber irgendwie fehlt mir da noch ein Teil. Aber wo ist denn das? Das können wir dann nicht mitnehmen, oder was? Naja. Heute so ein Gedanke von mir. Vorsicht, wir wollen nicht sterben. Okay, ich muss die Dinger da reinstecken. Ich verstehe.
zum sagen, dass da schon was drin steckt. Ja, steckt was drin. Okay. Sauerei. Ah, jetzt. Ah. Qui-Gon darf nicht sterben. Was ist denn das denn für ein Ende, wenn Qui-Gon sterben würde, wa? Ausweichen. Bam, bam. Ausweichen. Nein! Ja, so ich den Film in Erinnerung, ne? Qui-Gon ist ja in den Schacht runtergestürzt, ne? Oh, wir wurden zerlegt. Nein, Qui-Gon darf nicht durch ein Laserschwert sterben. Nein, wir werden dafür sorgen, dass Qui-Gon überlebt. Er wird überleben. Obi-Wan, versprich. Versprich mir, dass du den Jungen ausbildest. Ja, Meister. Euer kleiner Aufstand ist beendet, Euer Hoheit. Hilfe, König! Die Zeit eurer Besatzung ist vorbei! Wie ist dein? Jetzt reden wir über einen neuen Vertrag, Vizekönig. Wir müssen was unternehmen, Erzbo! Ups. Konnte er nicht sein eigenes Schiff nehmen? General Jar Jar, wir messen uns am Schlachtfeld. Oh, nee, jetzt müssen wir noch ein Jar Jar spielen. Nein, warum? Ja, warum? Ja, wir haben die Herausforderung alle nicht gemeistert. Naja, passiert. Wir haben dafür Minikit. Ja, wir können jetzt Obi-Wan ohne Umhang spielen. Jetzt Qui-Gon ohne Umhang. Sehr gut. Und wir können jetzt wahrscheinlich auch auf Maul jetzt so freikaufen. Wir gucken mal. Wir müssen zu anderen. Ja, Mixe wissen, wo sie hin. Wir sind nach. Oder auch nicht. Ach, das ist nur helle Seite. Warte mal, dunkle Seite. Momentchen. Da auf Maul. Den könnten wir. Für 200.000 auf Maul. Ja. Wie man sagt, ich warte erstmal ab, bis ich hier die Million habe für die doppelte Anzahl von Dingern. Dann hole ich mir den gerne. Darth Vader. Aber mitten einmal ohne Umhang. Cool. Ja, Darth Maul ich mir auf jeden Fall. Das ist ja klar, wie Kloß bei Kopfgeldjäger. Warte, warte. Grief Kerger. Wir haben den Mandalorianer, Alter.
Können wir den nicht jetzt schon nehmen? Warte mal, nehme ich den Alter, dann nehme ich den Mandalorianer, Alter. Boah, ja, gib her. Alter, wir sind der Mandalorianer. Und noch besser als Jaja. Oh, geiler Scheiß, Alter. Das ist genau das, worauf ich Bock habe. Alter, wir werden hier von dem Baby begleitet. Dann werde ich mir hier ein richtiges Atzenteam zusammenstellen. Moment. Ohne Mist. Nee, warte mal, dann Captain, den tauschen wir aus gegen... Haben wir hier irgendwas? Oh, Chewbacca ist unter Kategorie Schurke. Warum? Han Solo. Ist doch geil. Lando haben wir auch. Geil, ich bin begeistert. Protokolldruiden haben wir natürlich keinen, okay. Andele. Schrottsammler. Ah ja, der war aus dem Mandalorian, genau. Ja, aber das finde ich cool, das finde ich toll. Da gibt noch mal einen Schurken. Nehme ich einfach mal Han Solo. Guck mal, wir haben Han Solo dabei. Geiler Scheiß, Mann. Gut, meine Lieben. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir als Han Solo die Welt retten. Bis dann würde ich sagen, passt euch auf. Mach's gut, meine Freunde. Ciao. Say it, Cobra Kai. Never dies. Bet your ass.